Ich freue mich riesig, dass du die Zeit gefunden hast zum Mittag, dass wir beide einfach mal ein bisschen uns austauschen. Gerne. Wir haben es ja als komplett neues Format mal gedacht, einfach ein bisschen im Rahmen eines agilen Experimentes auszuprobieren, ob das nicht was wäre, was an Zuspruch findet. Aber vielleicht erstmal, wie kam es überhaupt dazu? Wir haben wir uns kennengelernt. Genau, ich hatte von dir bei LinkedIn dein Reverse Recruiting gesehen. Und ich fand diese Anzeige aus der Sicht für Personalberater, sind ja immer auf der Suche nach Kandidaten. Ich war schwer begeistert, weil so viel Mühe und Liebe steckt ja jemand selten da rein. Und das hat mich umgehauen. Und da war ich neugierig, Ja, mehr über die Person vielen, dahinter zu vielen Dank erfahren. fürs Lob, gell? Du, ja, es war schon oder ist noch immer ein gewisser Reflexionsprozess und ich habe mir da auch wirklich überlegt, was ich da hinschreibe, ne? Und nicht nur, ich suche einen Job und open to work, gell? Sondern es war schon mit System, sage ich mal, auch kurz vor Weihnachten, also die Zeit, wo ich das gemacht habe, war auch durchaus beabsichtigt, weil die Leute ja auch zu Hause sitzen zu der Zeit. Und ja, ein Ja, gewisser klar. Reflexionsprozess, gell? Aber nicht nur Reflexion, auch Resonanz, oder? Die war ja nicht unerheblich, was dann Du, alles passiert ja, ist, ich was du da losgetreten habe, hast, ja. ja, also auf LinkedIn waren es jetzt knappe 40.000 Views. Viele, 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 viele positive Rückmeldungen, muss ich sagen. Artikel in der Personalwirtschaft, ein kurzes Interview dazu, das hat mich sehr gefreut, ne? Weil das ist auch schon nicht schlecht, gell? Also auch dort findet es Resonanz und auch generell so der Zugang quasi. Gell? Also ich habe es auch wirklich probiert, bewusst 180 Grad umdrehen. Ja. Ja, ist ja auf jeden Fall gelungen, weil, wenn ich es richtig vernommen habe, die ersten Gespräche ja definitiv daraus resultiert sind auch. Du, ja. Und wenn es war eine kundebunte Abstimmung von Möglichkeit von Themen, also von ersten Kennenlernen über wer bist du, was suchst du, über ich habe wirklich was Konkretes, schau dir das einmal an. Teilweise in der Selbstständigkeit, teilweise als Angestellter. Und ich habe das so offen gestalten, dass ich sagen kann, ja, da kann ich wahrscheinlich 10 verschiedene Jobinserate hinein interpretieren, wenn ich möchte. Ne? Von daher, ja, also ich war einfach neugierig, wer meldet sich und wer denkt sich, hey, wer ist dieser Michelecker, ne? Das war ja ganz viel auch, wo du gesagt hast. Ich meine, der Fokus bei dir ist ja schon so das Thema Candidate Journey, HR. Jetzt warst du genau auf der anderen Seite mal und hast wahrscheinlich auch ganz viel entdecken dürfen aus der Sicht mal, oder? Ja, also ich bin die letzten Tage unglaublich viel gelernt von der anderen Seite. Wobei ich sage, es ist ja spannend, wenn man ein bisschen aus dem Bereich kommt, in den Definitiv. Bereich will und dann ein bisschen noch ein anderes Auge vielleicht auf bestimmte Dinge hat, ne? Die sage jetzt einmal, jemanden, der nicht aus HR oder nicht aus diesem Recruiting-Prozess kommt, dem das vielleicht gar nicht auffallen würde, ne? Und von daher war es schon spannend. Also ich lerne jeden Tag dazu. Auch bevor wir das jetzt aufnehmen, habe ich schon wieder zwei Gespräche gehabt, weil ich mir denke, ach, siehst du, stimmt, ne? Gut, oder ich lerne auch sehr viel dazu, was ich für mich selber brauchen kann natürlich, gell? Irgendwann einmal, weil ich mir denke, ja, das ist eine gute Idee. Umgekehrt gibt es auch vieles, wo ich sagen kann, meine erste Frage ist halt immer, wen suchen Sie wirklich, gell? Und das ist Das wissen Sie zwischen. ja manchmal gar nicht so richtig selber. Das hat man Weißt du den das? Eindruck zumindest. Ja, weil sie auch nicht wissen, wie. Also wer weiß schon, wenn er Stellenanzeige rausschickt, wer meldet sie? Man geht schon davon aus, das sind die und die. Aber das Spektrum ist manchmal so groß, dass sie auch schauen, passt der mehr rein, passt der mehr rein von dem anderen Thema, mehr ins Team, mehr fachlich, mehr menschlich. Ich glaube, das kannst du auch nicht immer sagen, gell? Faktum ist trotzdem, es sind viele Sachen, da könnte man sich vielleicht im Vorhinein ein bisschen mehr Gedanken machen und das noch ein bisschen spezifischer hinschreiben, im Wissen, den suchen wir wirklich. Und dann erspart sich beide Seiten viel Zeit. Weil jetzt habe ich schon gelernt, gell? Das kostet enorm Zeit. Und zwar wirklich Zeit. Nerven, Und auf Geduld. beiden Seiten, ja. Ja, Ja, ja. Also es ist. es ist ja nicht nur der Kandidat, es ist ja auch derjenige, der sucht, auch der Ja. investiert Wahnsinnszeit. Und wenn man nicht weiß, was man sucht, dann ist das Genau. manchmal auch Und verlorene Zeit. Ja. es ist ja auch HR, es gibt ja zwar HR-Typen. Also der eine Typ ist
der das quasi vielleicht studiert hat sogar oder der das aus, von der Pike, wie man so schön sagt, gelernt hat und 5 Jahre da und 10 Jahre da und 8 Jahre da. Das war, bin ich halt nicht. Also bin halt eher so der Quereinsteiger. Und dementsprechend ist immer die Frage, wer sucht wen? Ne? Meistens sucht man sich ja quasi selbst. Oder Menschen, die mir sehr ähnlich sind. Und da ist halt immer die Balance. Ne? Und ich glaube aber, dass HR halt viel, wir müssen halt in Zeiten von so einem Arbeitskräftemangel, weil der Fachkräftemangel, der war ja vor ein paar Jahren schon, der ja noch immer da ist, ein bisschen umdenken vielleicht. Ja? Und da ist halt immer die Frage, wie offen bin ich für Neues, wie auch immer wir das jetzt definieren wollen. Ja, definitiv. Und da, ich meine, da hast du ja auch schon über dein Reverse-Recruiting hinweg ja noch ganz viele Impulse auch schon in den letzten LinkedIn-Beiträgen immer gegeben, was ich unheimlich inspirierend finde. Und mir geht's da, ich finde mich da tatsächlich immer ein Stück weit selber und sage, das fühle ich genauso mit, auch wenn ich es dann nicht jetzt vielleicht die Zeit habe zum Kommentieren und zum Schreiben. Aber ich dachte, so ein Format, einfach mal darüber zu reden, über die Missstände eventuell, die es ja durchaus gibt, weil, das hattest du mal an anderen Stellen so schön gesagt, es ist ja alles kein Geheimnis. Kochen tun es ja alle mit Wasser, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Oder manchmal kennt man den einen oder anderen Kniff nicht. Und das war ja die Intention dann auch zu gucken, lass uns da mal ein bisschen näher reinschauen. Ja, lass uns einmal quatschen, ne? Schnacken, sagt genau. Man irgendwo auch. Also es gibt ja verschiedene Ausdrücke. Aber du kannst ja nicht alles kennen. Und mein Zugang war ja auch der, zu sagen, ich suche, weil ich kann ja auch umgekehrt nicht alle Inserate kennen. Ich kann nicht dann der eine inseriert nur da, der andere nur da. Es kommt immer aufs Unternehmen drauf an. Und umgekehrt natürlich, du kannst das Unternehmen nicht an jeden Bewerber kennen. Also du kannst nicht, ich kann ja nicht, wenn ich in Wien sitze oder in Graz sitze, in meinem Fall in Graz, mal nicht jemanden kennen, der bei dir in Deutschland sitzt. Aber vielleicht hast du wieder wen, der dort sitzt, den ich wieder brauchen könnte. Ne? Und dementsprechend, es ist halt wie überall, also ein gewisses Netzwerken, aber auch eine gewisse Blindheit im eigenen Netzwerk, weil du kannst halt nicht alles kennen. Ja. Das wollten wir dann mit dem Talk mal so ein bisschen gucken, dass wir einzelne Aspekte beleuchtet. Genau. Vor allem aber auch denjenigen, die dann sich erbarmen, in Anführungszeichen, uns zuzuschauen, am Anfang zumindest. Aber auch ein gewissen Input mitzugeben oder vielleicht Impulse zu setzen. Ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man, dass alle, die sich die Zeit nehmen und uns lauschen, aber auch was davon haben. Ja. Hoffen, also ich gehe mal davon aus. Also ich muss sagen, es sind einfach viele Dinge, also wenn man jetzt diesen ganzen Recruiting-Prozess hernimmt, ne, so das Thema Zeit, bitte melde dich so schnell wie geht. Also für mich ist es noch immer faszinierend. Sage ich gleich dazu. Jetzt kann man sagen, ja, mein Hiring-Manager, der hat wenig Zeit und da kann ich wieder ganz viel Vorwände finden. Aber Faktum ist, ich muss jetzt schauen, dass ich einmal in der Woche vielleicht die Bewerbungen, die ich reinkriege, beantworten kann. Ne? Also wenn ich 3 Wochen auf eine Antwort-E-Mail warte, dann ist das schon ein bisschen lang in meinen Augen. Gell? Oder generell Prozesse, die auf 3 Monate ziehen. Ne? Ich glaube, da kann man ganz viel rausfinden. Also jeder, der dazuhört, bitte. Wir gucken bei uns sogar, dass man binnen weniger Tagen, also zumindest, das ist ja zumindest, die Automatisierung ist ja auch ein Segen, wenn man sie richtig nutzt. Und zumindest dann, wenn eine Bewerbung erfolgt, kriegst du bei uns eine unmittelbare Eingangsbestätigung, dass schon eine erste Impuls oder eine erste Verbindung da ist. Ne? Und dann geht es natürlich hinten nach weiter, dass man dann guckt, dass schon zeitnah einfach wieder der nächste Touchpoint gesetzt wird. Und ich finde, auch eine Woche ist in der heutigen Zeit, wo es ATS-Systeme noch und nöcher gibt, viel zu lang. Auch, siehst du, ich bin ja schon flexibel, wie man merkt. Ne? Aber was diese Prozesse betrifft, also antworte schnell oder so Themen wie, wenn du dem Menschen absagst, warum auch immer jetzt, ne? Dann mach's einfach. Wart nicht drauf. Aber wenn du weißt, warum auch immer, da ist wer krank oder da ist wer vor Urlaub, es dauert eine Woche länger, ja, dann schick noch eine Mail, ruf ihn geschwind, habe ich auch schon gehabt, da ruft die wer an geschwind und sagt, du, ich melde mich in nächste Woche bei Ihnen, weil passt gerade nicht. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich weiß es, weil eins darf man ja nie vergessen, das heißt ja bewerben. Weil wenn ich das B und werben dazu nehme und einen Bindestrich reinsetze, dann gilt ja das für beide Seiten. Ja? Das vergisst man halt hier und da. Ja, und das ist tatsächlich, dass diese
der Prozess an sich, wie er designt ist, ist ja nachher die Visitenkarte des Unternehmens letztendlich, bei dem du oder jemand anders sich dann ja auch bewirbt. Gell? Und weiß nicht, wenn das Unternehmen schon 3 Wochen braucht, dass es die erste Antwort gibt, dann fragt man sich natürlich auch, ob das dann der richtige Arbeitgeber ist in der Zukunft. Gell? Ja, also das sind so Themen, wo man sich einfach einmal Gedanken machen muss. Und ich glaube auch, es ist sich jeder Geschäftsführende, der da zuhört, soll sich mal in seinem eigenen Unternehmen bewerben. Einfach einmal zum Spaß. Ist lustig. Also es ist manchmal wirklich erstaunlich. Also es fängt an bei den Antworten, aber auch, es geht gar nicht so sehr um die Antwort ist auch interessant manchmal. Also die kommt manchmal ganz standardisiert. Und dann denke ich mir wieder, ja, da gibt es Menschen, die anrufen, die dir das auch noch sagen, warum es nicht so ist, weil sie selber was lernen wollen. Man lernt ja dann auch umgekehrt als Bewerbersicht enorm viel, wenn man weiß, das hat das und deswegen nicht funktioniert. Also allein, wenn man damit schon mal anfängt, denke ich mal, hat man schon viel gewonnen. Jetzt kann man sagen, ja, das kostet wieder so viel Zeit, weil wir so viele Bewerbungen reinkriegen und. Okay, aber trotzdem, dann kann man zumindest vielleicht den Text etwas netter schreiben. Ja, ein bisschen wertschätzen. Ja, das ist es ja. Weil ja, es ist ja immer also, ein Miteinander. Ich glaube, also, es geht nicht um die schlechte Nachricht, eine Absage, das kommt vor, aber um die Art und Weise, wie sie dann geschrieben wird. Ja, also ich sag, es schreiben sie zwar viele drauf, der Mensch steht im Mittelpunkt, aber ich muss dazu sagen, da müsste man auch, wie du sagst, ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen menschlicher das Ganze vielleicht auch gestalten. Die Digitalisierung ist toll, ich mag das. Aber wenn man es halt nur auf dieses Digitale treibt, dann muss man sagen, ist es ein Austausch von Bullet Point Lebensdaten in einem Lebenslauf, die dann irgendwer screent und sagt nein und dann klickt er dreimal drauf und du kriegst die Ablehnung. Bis hin zu Algorithmen, die das sowieso aussortieren. Also ich habe um 3.15 Uhr schon einmal eine Absage gekriegt. Also ich glaube kaum, dass es ein Mensch bearbeitet hat. War aber ganz interessant, das einmal aus der Perspektive zu sehen. Da lernt man auch viel. Ja, also ich denke immer, die Automatisierung darf unterstützend sein, weil sie da extrem schon viel erleichtern kann. Also ich kann es einfach nicht ersetzen. Ja. Geprägt von Vorurteilen teilweise. Also das Empathische kann sie einfach noch nicht. Ja. Das muss immer der Mensch machen. Und deswegen ist HR immer ein Thema für mich, wo es Menschen braucht. Ja. Auf jeden Fall. Du. Digitalisierung ist dann sinnvoll, wenn es den Menschen dient. Und Digitalisierung ist aber auch wieder nur so gut, dass du kommunizieren kannst. Also, das sind immer zwei Paar Schuhe, gell? Ja, aber in solchen Bewerbungsprozessen, da steckt noch vieles drinnen und vieles in den Kinderschuhen. Manche Unternehmen sind komplett digitalisiert und bei manchen, da fehlt dann noch die Antwort-E-Mail. Ja, dabei könnte es manchmal so einfach sein. Ja. Tatsächlich gibt es unheimlich viele Techniken am Markt, die es den Unternehmen ja leicht macht, wo schreibe ich aus, klassisches Multiposting, über intelligente Bewerberformulare, dass man es dem Kandidaten schon bei der Bewerbung selbst nicht unbedingt unnötig schwer macht, im Rahmen von irgendwelchen 500 Kilobyte Begrenzungen oder so fürs PDF, solche Geschichten. Manchmal in der Anzahl der Dokumente, die man will, auch das ist so ein Thema, ich glaube, das Anschreiben ist heute nicht mehr zeitgemäß. Also jeder, der jetzt zuhört, damit man was mitnimmt aus diesem Talk, ich bin ja generell ein mutiger Mensch, manchmal vielleicht zu mutig für den einen oder anderen. Es gibt ja ganz viele Bewerberformulare, die muss man ausfüllen, diese ganzen Datenbanken, die großen, und da muss man das Motivationsschreiben auch verpflichtend dazu schicken. Ja? Und ich war zuletzt so mutig und habe halt nur meinen Lebenslauf hochladen und als Motivationsschreiben habe ich ein JPEG-Bild hochgeladen, das von Matrix mit der roten und der blauen Pille. Und habe dann auf Senden geklickt und ich bin auch eingeladen worden. Also das war anscheinend auch nicht unvorteilhaft. Ob das die Motivation gesteigert hat, kann ich nicht sagen. Gell? Aber es ist zum Roten. Also wenn der Zwang manchmal da ist, das Anschreiben mitzuschicken, dann muss man es trotzdem nicht tun. Ja, ich kenne ja vieles und wenn du sagst, ja, der Lebenslauf klingt interessant, dann lese ich mir das Motivationsschreiben durch, vielleicht lese ich da noch irgendwas raus, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, bevor du das durchliest, in diesen 5 Minuten, sagen wir mal 5 Minuten, das ist eine Seite, du schaust noch ein bisschen Lebenslauf, sagen wir 5 Minuten,
Da kannst du dir dein Smartphone schnappen, die Person anrufen und nachfragen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es ist effektiver das Letztere. Warum? Weil Motivationsschreiben ja immer daraufhin abzielt, ja, möglichst gut zu klingen und nur die Wörter einzubauen, die vielleicht in der Stellenanzeige drinnen waren und vielleicht nur den einen oder anderen Bruch im Leben, allein das Wort Bruch im Lebenslauf, da können wir eine eigene Sendung machen, dazu begründen und so weiter, dann ruf halt an. Fertig. Ja. Also ist tatsächlich auch bei uns unser Motto, wir gucken lieber, dass wir mit den Menschen sprechen. Weil du den Bruch gerade ansprichst, ich sage immer, hinter einem Lebenslauf steckt eine Geschichte. Und das ist das, was mich viel mehr interessiert, dass, wie es dazu kam und was der Mensch damit gemacht hat, als die Station an sich, grundlegend. Ja? Weil in der Erfüllung eines Jobs steckt der eine übt den Job so aus, der andere übt ihn so aus, der eine nimmt dieses Learning mit, der andere jenes. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, die Person zu verstehen und kennenzulernen. Ja? Genau, genau. Es ist, wie du sagst, also eine Stellenanzeige, die zum Beispiel heißt HR Business Partner, da sind wirklich, ich sage jetzt einmal, 10 verschiedene Jobs drinnen. Das ist vielleicht der Recruiter unter einem anderen schönen Deckmäntelchen, aber bis hin zu wirklichen Managementaufgaben, Strategieentwicklung, Organisationsentwicklung, Budgetierung, Führungsverantwortung und so weiter. Gell? Und umgekehrt, den Menschen habe ich persönlich, ich kann sie gerne bei mir jeder melden, noch nie aus dem Lebenslauf rauslesen können. Also von daher ist es einfach wichtig. Ja, nee, also ich bin ganz bei dir. Es braucht einfach den persönlichen Austausch, das persönliche Gespräch. Genau, das ist alles. Das ist das unheimlich Wichtige. Und wie du vorher schon gesagt hast, es ist ja kein Geheimnis. Die kochen ja, also jeder kocht nur mit Wasser. Der eine hübscht halt seine Braut mit Employer Branding auf, was aber auch wieder, können wir auch wieder anders nehmen, mal morgen. Aufhübschen der Braut bringt auch nicht viel, weil das erkennt man dann an anderen Dingen, dass es nicht viel bringt. Also von daher ist es der Mensch sollte halt wirklich im Mittelpunkt stehen. Punkt. Ja, ich sehe schon, wir könnten jetzt stundenlang reden. Ja, ich weiß. Das ist, wir schaffen das. Ich würde nur vorschlagen, wir teilen es in konsumierbare Häppchen auf. Ja, unbedingt. Dass wir es für heute einmal gut sein lassen, dass ja. Wir fortsetzen. Gerne, ja. Was hältst du davon im Rahmen eines Regelintervalles? Ja, machen wir das einfach in wir schreiben es unten in den Kommentaren dazu, was das nächste Mal ist. Genau, und vielleicht machen wir es irgendwann mal, dass, nachdem wir uns dann mutig rangetestet haben, ja. Ich sage dir eingangs, das ist auch ein bisschen ein Test für uns, aus irgendwann einmal aus diesem Fast Live auch irgendwann ein Live daraus. Wenn es Interesse findet und ja. Technisch haben wir ja schon, wo wir uns ein bisschen mit diesem ja. System hier übrigens, wir machen das auf Riverside, falls da jemand neugierig ja, ist. Ja, es funktioniert. Hoffentlich. Werden wir dann gleich sehen. Genau das. Und wir haben auch gelernt, es gibt die Möglichkeiten, sich dann auch mit einzubringen in den Diskurs. Auch das ist natürlich genau. Eine tolle Sache. Das probieren wir aus. Probieren wir aus, in dem Sinne. Herzlichen Dank. Gern. Bis ganz bald und zum nächsten Mal. Danke. Und ich freue mich. Ciao, ciao.